Mai 1525, in der Festung Heldrungen. Gott wird einer wütenden Tyrannei ein Ende machen. Thomas Münzer, Priester und Theologe, ist seinem alten Widersacher Graf Ernst von Mansfeld in die Hände gefallen. Gesteh, du Satan, du verdammter Ketzer, alles wirst du widerrufen. Nein, Gott selbst hat mich beauftragt, dich zu vernichten, du elender Madensack. Seit Jahren sind sie erbitterte Feinde. Jetzt ist Münzer Mansfeld und dessen Verbündeten ausgeliefert, den Fürsten und dem Klerus. Am 27. Mai 1525 rechnen sie mit ihm ab. Thomas Münzer, der Satan von Altstädt. Kein geringerer als der große Martin Luther hat ihm diesen Beinamen verpasst. Die Fürsten, die Papstkirche, der Reformator Luther. Am Ende hatte Münzer viele Feinde. Sie haben dafür gesorgt, dass er in Ketzerchroniken erwähnt ist und in den Geschichtsbüchern jahrhundertelang als Fanatiker und Aufrührer geführt wird. Was hat sich Thomas Münzer zu Schulden kommen lassen, dass sie ihn so hassten? Denn eure Pflicht ist es, der zerfallenden Christenheit ein Vorbild zu sein. Die Mächtigen hat er mit Predigten angegriffen. Mit den Bauern ist er gegen sie in die größte Schlacht des Bauernkrieges gezogen. Es war ihr Untergang und es war auch sein eigener. Münzers übriges Schaffen wurde dadurch in den Hintergrund gedrängt, fast 500 Jahre lang. Seit Luther ihn als Satan von Altstädt abstempelte. In der DDR wurde Münzer gar einer von uns, ein vorsozialistischer Volksheld. So steht er im Mittelpunkt von Werner Tübkes Monumentalgemälde in Bad Frankenhausen, als Revolutionär. Ich fand Thomas Münzer immer eine interessante Figur der Reformation, auch gerade in der Ablehnung, die ja doch sehr stark durch Luther war. Und in meiner Studienzeit war Münzer doch eine Größe, gerade derer, die stärker, sag ich mal, dem linken Flügel der Theologiestudierenden angehörten. Und da galt Münzer ja auch im Westen als Sozialrevolutionär. Biografische Fakten zu Münzers Herkunft sind rar. In diesem Haus in der kleinen Harzstadt Stolberg wird er vermutlich 1489 geboren. Gut möglich, dass sein Vater tatsächlich machte, was der Name sagt, und Münzmeister war. Die Familie zieht irgendwann nach Quedlinburg und Thomas hinaus in die Welt. Das Wissen der städtischen Lateinschule genügt ihm nicht. Als Thomas Münzer aus Quedlinburg schreibt er sich an der Leipziger Universität ein und studiert Theologie. Berufswunsch? Priester. Thomas Münzer ist von seinem Herkunftsmilieu sicher als sozialer Aufsteiger zu charakterisieren. Er ist der Erste in seiner Familie, nach allem, was wir wissen, der einen akademischen Bildungshintergrund erworben hat. Die Karriere Münzers ist zunächst völlig unspektakulär für einen jungen Weltgeistlichen. In Halberstadt wird Münzer zum Priester geweiht und im März 1515 erhält er seine erste Anstellung. Im Kanonissenstift Frohse bei Aschersleben. Die Stiftskirche von Frohse ist dem heiligen Cyriakus geweiht. Es gibt dort Reliquien des christlichen Märtyrers, der sich zu Zeiten der Christenverfolgung in Rom geweigert hatte, seinem Glauben abzuschwören und dafür sein Leben opferte. Münzer ist beeindruckt. So bedingungslos will auch er Gott dienen. Der einzige Satz, den uns Münzer selbst über seinen Werdegang hinterlassen hat, spricht genau davon. Ich bin seit frühester Jugend auf der Suche nach dem gewesen, was Gott ist. Was Gott im Alltag der Menschen ist, erlebt Münzer in Frohse hautnah. Er ist ein junger Mann mitten im wirklichen Leben.
und nach den Jahren an der Universität saugt er dieses Leben förmlich auf. Als Verwalter des Stifts lernt er Menschen unterschiedlichster Schichten kennen. Die Bauern, die Mönche, die Nonnen. Zudem steht er mit einigen Braunschweiger Kaufleuten in Kontakt und unterrichtet, um sein bescheidenes Einkommen aufzubessern, deren Söhne hier in Frohse. Und er macht seine ersten konkreten Erfahrungen damit, was die Kirche den Menschen in Gottes Namen abverlangt. Vor allem sieht er, wie die Bauern unter der Last der Abgaben leiden. Ist die Ernte gut, reicht es gerade zum Überleben. Ist die Ernte aber schlecht, reicht es eben nicht. Und Münzer sieht, wie die Kirche die Not der Schwachen noch verschärft. Im Namen des Papstes werden sie ein zweites Mal zur Kasse gebeten, mit dem Ablasshandel, der ihre Unwissenheit ausnutzt. Wer zahlt, muss nicht so lange ins Fegefeuer. Wer es glaubt, wird selig. Ich hörte schon in Halberstadt von diesem Schwindel. Sie sind überall und bieten im Namen Gottes das Seelenheil feil. Doch lasst euch nicht beeindrucken. So leicht ist wahrer Glaube nicht zu haben, noch nicht einmal vom Heiligen Vater zu Rom. Also Menschen haben ja in der Zeit doch ganz stark in Angst gelebt, Angst vor dem Fegefeuer, Angst, dass die Verwandtschaft im Fegefeuer landet. Was in der Bibel dazu stand, wussten die wenigsten im Grunde genommen. Seit über 1000 Jahren herrscht die Papstkirche in Rom auf dieser Grundlage, als ob die Welt noch eine Scheibe wäre. Dabei hat die neue Zeit längst begonnen. Kolumbus hat Amerika bereist und Gutenberg den Buchdruck erfunden. Der Welthandel beginnt. Vorbei ist das Mittelalter noch nicht. Der alte Aberglaube lebt. Die grassierende Pest gilt als Strafe Gottes. Die Hexenverfolgung nimmt hysterische Ausmaße an. Die Zeit scheint aus den Fugen. Viele Menschen glauben deshalb, dass das Gottesgericht naht. Die Apokalypse. Auch Münzer. Doch glaubt er, diesem katastrophalen Ende der Geschichte würde ein Reich Gottes folgen. Zumindest für die wahrhaft Gläubigen. In der kleinen Welt des Froser Stifts denkt Münzer darüber nach, wie man diesen wahren Glauben finden kann. Er teilt diese Suche mit den Stiftsdamen und Nonnen. Eine jener Frauen war vielleicht Ottilie von Gersen, eine junge Adlige von niederem Rang, die wie viele Frauen von ihrer Familie ins Kloster geschickt wurde. Das Treffen mit dem Zweifler Münzer lässt auch sie zweifeln. Ich weiß nicht, ob es Gottes Wille ist, dass ich hier bin. Wenn du es nicht von alleine in dir spürst, dann ist es auch nicht wirklich sein Wille. Und woher weißt du, was Gott will? Ich bin auf der Suche danach. 2 Jahre hält es Münzer in Frohse, dann treibt es ihn weiter. Zu viel hat er gesehen, was seinem Glauben nicht entspricht. In Wittenberg, so hört er, soll es Leute geben, die Antworten auf seine Fragen wissen. Der Abschied von Frohse ist auch der Abschied von Ottilie von Gersen. Kein endgültiger Abschied. Wittenberg, ein Zentrum des Buchdrucks, der Künste und des Humanismus. An der jungen Wittenberger Universität unterrichten die besten Gelehrten der Zeit. Für Münzer ist es vor allem der Ort, an dem er ist, Martin Luther. Als Münzer 1517 ankommt, hat Luther soeben seine 95 Thesen gegen den Ablasshandel veröffentlicht. Er fordert darin eine grundlegende Veränderung der Kirche. Dies ist der Beginn der Reformation. Ein neues Gesicht in unseren Wittenberger Kreisen. Wer bist du? Thomas Münzer aus Stolberg. Ich studierte in Leipzig, bin Magister der Theologie und wurde Priester in Halberstadt. Lasst uns ins Wirtshaus gehen. Luthers Kritik des Papsttums deckt sich mit Münzers Erfahrungen in Frohse und anderen Orten. Schnell erkennt er in dem nur 6 Jahre älteren Martin Luther einen Bruder im Geiste. Münzer schließt sich der reformatorischen Bewegung um Martin Luther an. Thomas von Wittenberg, deine Einstellung gefällt mir. Du bist mein Mann, Münzer. So Gott will. So der Meister Martin will. Ich bleibe.
Stolz und begeistert nennt er sich jetzt Magister Thomas von Wittenberg. Schnell bewährt er sich als Lutheraner. In Jüterbock, wohin ihn Luther zum Predigen schickt, wettert Münzer von der Kanzel gegen die lasterhaften Mönche und gerne lässt er sich von Luther eine neue Stelle vermitteln, um die reformatorischen Gedanken und das Volk zu bringen. 1520 geht er nach Zwickau. Zum ersten Mal als Prediger in eine Stadt fast so groß wie Leipzig. Zwickau ist eine pulsierende Stadt. Der Bergbau sorgt für Wohlstand. Die Geschäfte der Tuchmacher und Kaufleute florieren. Münzer hat eine große Gemeinde und offenbar gelingt es dem jungen Priester schnell, auch die neuen städtischen Schichten zu begeistern. Münzer war sicher aufgrund seiner Lebensumstände eine besonders mobile Existenz. Das heißt, er hat vielfältige Eindrücke an verschiedenen Orten aufgenommen. Er hatte keinerlei Kontakthemmnisse gegenüber Menschen unterschiedlicher sozialer Schichten. Aber es wäre eine sozusagen marxistische Verklärung, wollte man ihn ausschließlich in sozusagen sozialen Randmilieus verorten. Das noch junge Bürgertum reagiert euphorisch auf Münzers charismatische und aufrührerische Reden. Es war, als habe unser Herr vor uns gestanden, erinnert sich ein Händler. Besonders eine Gruppe um den Tuchmacher Nikolaus Storch sucht seine Nähe. Nikolaus Storch, seid willkommen. Es ist hier in Zwickau nicht anders als anderswo. Überall und immer wieder habe ich es erlebt. Diese feisten Herren mit ihren dicken, großen Pausbacken bringen ihr Leben mit tierischem Fressen, Saufen und Huren zu. Endlich ein mutiger Mann, der die Wahrheit ausspricht. Ehrlich und frei. Ein jeder von uns hat diese Freiheit. Kommt mit uns. Die mystischen und zugleich visionären Zusammentreffen der Storchianer faszinieren ihn. Sie sind Laienprediger und zugleich hervorragende Bibelkenner und glauben, wie er selbst, an die bevorstehende Apokalypse. Sie verachten die Macht des Papstes und der Klöster. Mehr noch, sie lehnen alle kirchlichen und weltlichen Autoritäten ab, die gesamte angeblich gottgegebene Ordnung. Ebenso die Taufe von Kindern und die Ehe. Storch und seine Jünger träumen von Gemeineigentum und Armenfürsorge, eine Kirche von unten, in der sogar Frauen die göttliche Botschaft verkünden dürfen. Leute wie ihr solltet in unseren Kirchen predigen. Euch einfachen Laien ist mehr zu glauben als dem Papst oder irgendeinem Konzil. Braucht Gott eine Kirche, um sein Wort zu verkünden? Brauchen wir eine Kirche? Mit seiner Sympathie für diese urchristliche Gemeinschaft begibt sich Münzer auf dünnes Eis. Die Kirche und die Obrigkeit abschaffen? Genau das will Luther verhindern. Also sowas bringt natürlich Unruhe in die Kirche, wenn die Hierarchie angefragt ist, wenn feste Muster auf einmal in Frage gestellt sind, wenn jeder sagt, ich kann mit meinem Gewissen die Bibel lesen und aus der Bibel heraus eine Haltung gewinnen, wie Luther selbst, der da in Worms mit der Haltung stand, ich stehe hier, ich kann nicht anders. Das können dann natürlich auch andere, aber dann kommt Unruhe in die Kirche. Unruhig wird es nun auch in Zwickau. Mehr und mehr wird Münzer als Aufwiegler wahrgenommen. Vielen Bürgern und selbst den reformbereiten Priestern gehen seine Angriffe auf die Autorität der Kirche zu weit. Mit seinen Predigten spaltet er die Bürgerschaft. Die enge Verbindung zu den Storchianern, die ohnehin im Verdacht des Aufruhrs stehen, tut ein Übriges. Münzer wird entlassen. Denn die Hirten sind zu Narren geworden. Während es draußen in der Stadt zu Tumulten zwischen Münzers Gegnern und seinen Anhängern kommt, debattieren Münzer und Storch darüber, ob Gewalt als Mittel in ihrem Streit um den rechten Glauben erlaubt sei. Sie konsultieren die Heilige Schrift und kommen zu verschiedenen Antworten. Münzer lehnt die ihm angebotene bewaffnete Unterstützung ab. Noch versteht er sich ausschließlich als ein Mann des Wortes, selbst jetzt, da die Lage in Zwickau eskaliert. An Luther in Wittenberg schreibt Münzer, er sei nicht schuld an den Unruhen. Offenbar hat er selbst gar nicht bemerkt, wie sehr er sich in Zwickau von den gemeinsamen Zielen entfernt hat. Martin Luther distanziert sich bereits hier von Münzer.
In Zwickau wird es für Münzer langsam auch persönlich zu gefährlich. Er rechnet sogar mit seinem Tod und gibt deshalb seine Briefe in Verwahrung. Am 17. April 1521 verlässt er die Stadt. Es ist der Tag, an dem Martin Luther in Worms vor Kaiser und Reichstag tritt und sich weigert, seine Thesen zu widerrufen. Es ist der Tag, an dem Münzer einen eigenen Weg einschlägt. Er geht nach Prag, wo bereits rund 100 Jahre zuvor der Tscheche Jan Hus gegen die Papstkirche predigte. Tatsächlich wird Münzer euphorisch begrüßt als Thomas Lutheranus. In der Bethlehemskapelle macht er genau da weiter, wo Jan Hus 100 Jahre zuvor aufhörte. Offenbar hat sich nun auch seine Einstellung zur Gewalt geändert. Die jungfräuliche Kirche ist zur Hure geworden. Es soll nicht länger so zugehen, dass die Pfaffen und Affen die Kirche darstellen. Dafür bin ich bereit, mein Leben zu opfern. Ich habe meine Sichel scharf gemacht, heißt es in seinem Prager Sendbrief. Jan Hus ist für ähnlich radikale Worte gegen den Papst und die katholische Kirche 1415 auf dem Scheiterhaufen verbrannt worden. Münzer wird zunächst nur in Haft genommen, als Unruhestifter. Mit seiner Ankündigung, notfalls zu Gewalt gegen die katholische Kirche zu greifen, hat er sich zu weit aus dem Fenster gelehnt. Das Aufbegehren der Anhänger von Jan Hus nach dessen Tod, die Hussitenbewegung, war militärisch niedergeschlagen worden. An einem erneuten Aufstand haben die Prager kein Interesse. Wie einen Hund jagen sie Münzer Ende 1521 aus der Stadt. Eine persönliche Demütigung. 2 Jahre lang irrt er rastlos durch Thüringen und Sachsen. Das Jahr 1523 bringt eine entscheidende Wende. Münzer bekommt endlich eine neue Pfarrstelle an der Johanneskirche in Altstädt. In diesem Haus wohnt er und beginnt ein scheinbar neues Leben. Mit einer Frau an seiner Seite. Ottilie von Gersen, die er bereits in Frohse kennengelernt hatte, ist aus dem Kloster geflohen und Münzer nach Altstädt gefolgt. Kurz nach Ostern 1523 heiraten sie. Eine Priesterehe, bis vor kurzem unvorstellbar. Nun wird sie regelrecht zu einem Zeichen der Reformation. Luther hatte den Zölibat abgelehnt, die Auflösung der Klöster gefordert und heiratet 1526 die entlaufene Nonne Katharina von Bora. Die Idee der Priesterehe stammt also von Luther. Aber Münzer tut es bereits 3 Jahre vor ihm. Dass Sexualität positiv gesehen werden kann, das ist sicher auch eine Errungenschaft der Reformation, weil viele Reformatoren eben auch gesagt haben, das Eheleben ist eine positive Form zu leben und auch Kinder zu zeugen, ist Teil der kreativen Schöpferkraft Gottes, die Gott den Menschen auch mitgegeben hat. Also das ist auch eine, sag ich mal, eine neue Sicht, eine positive Sicht auf Sexualität. Und das war sicher auch eine Befreiung. Und das ist ein Prozess, der lange dann noch nachgewirkt hat bis heute. Ein irdisches Vergnügen sieht Münzer in der Ehe allerdings nicht. Am liebsten möchte er ein durch und durch frommer Asket bleiben. Aber der 34-jährige Mann stellt selbst die Verrichtung der ehelichen Pflicht in den Dienst seines Glaubens. Er hofft, die Nachkommen 2 frommer Menschen würden quasi naturgemäß ebenfalls fromme Menschen sein. Auserwählte. Er glaubt inzwischen, dass nur auserwählte Menschen die Chance haben würden, in das zukünftige Reich Gottes zu gelangen. Seine Arbeit in der Johanneskirche nimmt er ungewohnt sanft und diplomatisch in Angriff. Als sei aus ihm ein neuer Mensch geworden, ein Landpfarrer mit Dienstwohnung und Familie. Er hat die Rückendeckung des Altstädter Rates und beginnt damit, den Gottesdienst zu reformieren. Damit hinterlässt Münzer seine ersten bleibenden Spuren in der Reformationsgeschichte.
Ich will mitten unter euch stehen. Die Leute sollen sehen, dass die Priester ihresgleichen sind. Denn in Gottes Reich gibt es kein Oben und Unten. Lasset uns nun die Kirche für die Messe vorbereiten. Er übersetzt und schreibt deutsche Kirchenlieder. Im Chor singen Mädchen und Frauen mit, bislang ein Tabu. Die Idee dazu geht nicht zuletzt auf die Begegnung mit den Storchianern in Zwickau zurück. Den Altar lässt er mitten in den Raum stellen, damit er den Gläubigen zugewandt sprechen kann. Und, das gab es noch nie, er hält die Messe in deutscher Sprache. Martin Luther besteht noch 2 Jahre lang darauf, die Liturgie in Latein abzuhalten. Christus, unser Heiland, hat das Evangelium einer jeden Kreatur gewidmet. Unverblümt. Einem jeden in seiner Sprache. Ihr sollt nicht länger an der Nase herumgeführt werden. Also werde ich in eurer Sprache zu euch sprechen. Münzer ist jemand, der sehr früh schon in Altstädt eine evangelische Messe auf Deutsch hält, der das auch aufschreibt, was er dort tut, der es zum Druck bringt, der durchgängig Deutsch mit den Leuten redet, damit sie ihn verstehen. Und sie verstehen ihn eben auch. Und das macht ihn dann auch sehr gefährlich, weil das, was er sagt, muss nicht unbedingt, und das tut es auch nicht, der Obrigkeit gefallen. Und er schert sich auch nicht sonderlich darum, wenn es der Obrigkeit nicht gefällt, sondern er sagt trotzdem das, was er meint, sagen zu müssen, weil er durchaus ein Sendungsbewusstsein hat. Münzer, seine Kritik an der Obrigkeit und die deutsche Messe werden ein Riesenerfolg und machen die kleine Stadt Altstädt zu einem Zentrum der Reformation. Er begeistert die Menschen. Anhänger scharen sich um ihn. Während der städtische Rat Münzer unterstützt, reagiert man in der Nachbarschaft empört. Der Mansfelder Graf Ernst II., ein treuer Katholik, will nicht hilflos zuschauen, wie mittlerweile bis zu 2000 Menschen aus der ganzen Region nach Altstädt pilgern, seine eigenen Untertanen eingeschlossen. Mansfeld will Münzer zum Schweigen bringen. Der Kurfürst hätte längst einschreiten sollen. Am besten wäre, ich hätte es selbst. Es traut sich dieser dahergelaufene Ketzerpriester. Wiegelt meine Untertanen gegen mich und die heilige Kirche auf. Er schreibt dem sächsischen Landesherrn, Kurfürst Friedrich dem Weisen, einen bitterbösen Beschwerdebrief. Der Kurfürst aber, Gönner Luthers und Feind des Papsttums, hält sich zurück, bittet den Altstädter Rat, sich um die Angelegenheit zu kümmern. Münzer steckt nicht zurück, beschimpft den Grafen von Mansfeld, er möge endlich Ruhe geben. Als Mansfeld die Straßen nach Altstädt bewachen lässt und mit der Verhaftung der Gottesdienstgänger droht, ist für Münzer die Zeit der Briefwechsel vorbei. Sie sollen wissen, dass wir keine Angst haben. Soll ich schweigen wie ein stummer Hund, wenn Menschen auf die Schlachtbank geführt werden? Lasst uns einen Bund Gleichgesinnter schmieden und uns verteidigen! Sie verteidigen sich nicht nur, sie greifen sogar an. Aufgepeitscht durch Münzers Predigten stecken sie eine kleine Wallfahrtskapelle in Mallerbach in Brand. Die Wut der Leute auf die Obrigkeit bricht ungebremst heraus. Mit den Bauern und Handwerkern gründet Münzer den Altstädter Bund, zugleich eine bewaffnete Truppe und eine Gemeinschaft auserwählter Christen. Unterdessen brodelt es auch anderswo im Land. In Süddeutschland kommt es zu Bauernaufständen. Als Münzer davon erfährt, glaubt er, die Zeit sei nun reif für seine Gemeinschaft. Deshalb macht er sich am 13. Juli 1524 auf den Weg ins Altstädter Schloss. Hier will er die Fürsten überzeugen, sich ihm und der Gemeinschaft anzuschließen. Die Herren sind auf der Durchreise. Kurfürst Friedrichs Bruder Johann der Beständige, der Kurprinz und Ernst von Mansfeld. Münzer wird sie auffordern, zu einem gottgläubigen Leben zurückzukehren und ihre Macht freiwillig abzugeben. Andernfalls werde das Volk sie entmachten. Mit dieser Fürstenpredigt geht Münzer in die Geschichte ein.
Der armen, elenden Christenheit ist nicht mehr zu helfen, wenn wir fleißigen Gottesknechte uns nicht täglich an die Bibel halten. Man muss das Unkraut aus dem Weingarten Gottes entfernen in der Zeit der Ernte. Auch das Schwert ist nun vonnöten, um die Gottlosen zu vertilgen. Am besten wäre es, wenn unsere teuren Fürsten dies tun. Wenn aber nicht, so wird ihnen das Schwert genommen werden. Schweig, du Ketzer! Ich bin ein Knecht Gottes wie ihr, darum geht Ruhe. Blast euch nicht auf. Der alte Rock reißt sonst. Denn eure Pflicht ist es, der zerfallenden Christenheit ein Vorbild zu sein. Von Sünden frei. Und wenn ihr nicht der Tyrannei abschwört, so werdet auch ihr zerschmettert. Wenn sich Gottes Wahrheit offenbart. Schweig, du Satan! Das müsst ihr bereuen. Münzer redet sich um Kopf und Kragen. Es gibt nun kein Zurück mehr und er weiß das. Zu sehr und zu offen hat er die gottgegebenen Herrscher angegriffen. Die Fürsten müssen handeln. Zunächst zwingen sie den Altstädter Rat, Münzer fallen zu lassen und seine Druckerei zu schließen. Die Veröffentlichung der Fürstenpredigt können sie aber nicht verhindern. Als Luther in Wittenberg von den Altstädter Ereignissen erfährt, packt ihn der Hass. Er steht ganz auf Seiten der Fürsten. Wütend schreibt er an Friedrich den Weisen, er möge etwas unternehmen gegen diesen Satan von Altstädt. Hier wird das Etikett erfunden, das Münzer nicht mehr los wird. Münzer kontert und nennt das einstige Idol Dr. Lügner und geistloses, sanftlebendes Fleisch zu Wittenberg. Luther ist sicher in der Zeit der Altstädter Wirksamkeit Münzers klar geworden, dass das ein Mann ist, der zu faszinieren versteht, der Anhänger bildet und der ein Konzept von Reformation vertritt, das sicher nicht das seine ist. Ich denke, dass dieses Bild von Luther, war der nun Fürstenknecht oder Luther als der große Reformator, der sich aber immer mit den Mächtigen arrangiert hat. Und da gab es dann so ein Münzerbild, das war der ganz andere. Der hat also nicht mit den Fürsten einen Pakt geschlossen, sondern Münzer war der, der mit der Basisbewegung, mit den Armen, für die es um Gerechtigkeit ging, sich solidarisiert hat. Im August 1524 muss Münzer Altstädt verlassen. Seine letzte Bitte an den Rat, man möge sich um Ottilie und ihr Kind kümmern, die er zurücklassen muss. Wieder irrt er durch die Lande. In Süddeutschland trifft er auf die Bauernhaufen des beginnenden Bauernkrieges. Sie, die für bessere Lebensverhältnisse kämpfen, werden in dieser Zeit seine Verbündeten, obwohl sie unterschiedliche Ziele haben. Aber ihr Aufbegehren bestärkt Münzer in seiner Wut und in seiner Überzeugung, dass ihm nicht mehr viel Zeit bleibt. Die Herren sind doch selbst schuld, dass der arme Mann ihr Feind wird. Wenn sie die Ursache des Aufruhrs nicht abschaffen, müssen wir aufrührerisch bleiben. Ja. Die Zeit der Ernte ist da. Ich habe meine Sichel scharf gemacht. Mühlhausen, Anfang 1525. Entgegen aller Warnungen Luthers vor dem falschen Propheten bekommt Münzer eine Predigerstelle. Die freie Reichsstadt Mühlhausen untersteht keinem der Fürsten, mit denen es Münzer sich verscherzt hat. Und eine Mehrheit der Bürgerschaft wünscht sich einen wie ihn, einen Mann mit dem Ruf des Umstürzlers. Denn genau das wollen sie, einen politischen Umsturz in Mühlhausen. Die Marienkirche wird Münzers neuer Wirkungsort. Direkt gegenüber, im Haus des Deutschen Ordens, bezieht er mit seiner Frau Ottilie und ihrem gemeinsamen Sohn eine Wohnung. Fast ein Jahr waren sie getrennt, nachdem er aus Altstädt fliehen musste. Nun ist Ottilie ihm nach Mühlhausen gefolgt. Was sie in der Zwischenzeit gemacht hat, seit Münzer den Altstädter Rat bat, sie zu unterstützen, ist nicht überliefert. Ich finde traurig, dass wir so wenig über Münzers Frau wissen. Ich wüsste da gern mehr, weil das waren natürlich Frauen, die aus dem Kloster den Schritt in die Welt gegangen sind und dann auch noch einen ehemaligen Priester geheiratet haben. Also dazu gehörte schon Mut, muss man ganz klar sagen, weil auch die
Befürchtungen da waren, dass Kinder aus solchen Beziehungen schrecklich missgebildet wären, beispielsweise wenn eine entlaufene Nonne, ein entlaufener Priester heiraten und Kinder zeugen, das waren ja mutige Frauen und natürlich über das Kloster sehr oft auch gebildete Frauen, die haben durchaus ihre Rolle gespielt. Von Ottilie wissen wir immerhin, dass sie ihre Rolle nicht nur als Hausfrau und Mutter versteht. Im nahegelegenen Möverstedt ist sie an der Störung eines katholischen Gottesdienstes beteiligt und wird als eine der Anstifterinnen sogar kurzzeitig in Haft genommen. Die politische Lage in Mühlhausen ist unterdessen angespannt. Die nicht im Rat vertretenen Bürger wollen endlich an die Macht. Sie sind bereit für einen Putsch. Münzer stellt sich auf ihre Seite und geht in seinen Predigten bewusst auf sie ein. Er ist nicht einfach einer der reformatorischen Prediger, wie es sie in dieser Stadt Mühlhausen schon 1523 und 24 gibt, sondern er ist jemand, der darüber hinausgeht, der nicht nur eine Veränderung der Kirche will, der auch eine Veränderung der städtischen Gesellschaft will. Einer dieser einheimischen Prediger ist Heinrich Pfeiffer. Ein Mann, der seit Jahren immer wieder Unruhe stiftet. Mit Pfeiffers Hilfe macht sich Thomas Münzer mit den Verhältnissen in der Stadt vertraut. Gemeinsam werden sie zum Kopf einer Verschwörung gegen den alten Stadtrat und verfassen die sogenannten 11 Mühlhäuser Artikel, das Programm des städtischen Umsturzes. Pfeiffer, ich denke, es ist an der Zeit, etwas zu tun. Du hättest sehen sollen, wie die Menschen meiner Botschaft lauschten. Was meinst du? Ist die Stadt bereit? Lasst uns den alten Rat abwählen und einen neuen einsetzen. Die Bürger und Kaufleute dieser Stadt sind jetzt bereit. Diesmal wird es gelingen. Am 17. März 1525 legen sie los. Sie besetzen das Rathaus, stürzen den alten Stadtrat und setzen nach einer Abstimmung einen neuen ein. Wir gründen hier den ewigen Rat. Die Macht in Mühlhausen ist erkämpft. Auch in anderen Städten rumort es. Münzer spürt, die Zeit des Kampfes gegen die Gottlosen, gegen die Fürsten ist gekommen. Das ganze deutsche Land ist wach. Die Kanzel hat er längst verlassen. Der bewaffnete Aufstand beginnt. Lasset uns nun den Streit des Herrn streiten. Die Zeit ist reif. Ihre Nester müssen verbrannt und zerschmettert werden. Dran, solange das Reichen heiß ist. Und jetzt passiert eben dieser Dammbruch. Und dann kommt dieser berühmte Eichsfeldzug, als man durch das Eichsfeld zieht und alle Klöster, alle Burgen, derer man habhaft werden kann, nahezu ohne Gegenwehr übernimmt. Die fehlende Gegenwehr aber ist trügerisch, denn die Fürsten sind längst alarmiert. Der Mansfelder Graf bereitet gemeinsam mit Philipp von Hessen den Gegenschlag vor. Münzer, in völliger Verkennung der Lage, schreibt seinem bis an die Zähne bewaffneten Widersacher Ernst von Mansfeld einen letzten Brief, den Sendbrief zur Bekehrung des Bruders Ernst zu Heldrungen, der in Beschimpfungen und Drohungen gipfelt. Sage ich, der ewige, lebendige Gott hat's geheißen, dich vom Stuhl mit Gewalt uns gegeben zu stoßen, denn du bist der Christenheit nichts Nutze. Gott hat von dir und von deinesgleichen gesagt, dein Nest muss zerrissen und zerschmettert werden. Dafür wird Graf Mansfeld sich rächen. Anfang Mai 1525 treffen sich die Bauernverbände bei Frankenhausen. Münzer will nun die große Schlacht schlagen, die er in seiner Fürstenpredigt angekündigt hatte, und die Gottlosen vernichten. Also ich persönlich denke, dass sich bei Münzer das Verhältnis zur Anwendung von Gewalt, zur Erzwingung von Veränderung wirklich von Stadium zu Stadium weiterentwickelt hat. Als er dann in Frankenhausen auf dem Schlachtberg steht, da bleibt nichts anderes mehr. Und da ist auch ganz klar, dass eine Konfrontation kommt und dass die Konfrontation auch nicht ohne Waffengewalt abgeht.
Mit ihrer Regenbogenfahne ziehen sie ins Feld. Die ersten kleinen Scharmützel gewinnen Münzer und seine Leute. Sie fühlen sich überlegen. Weitere Verhandlungen mit den Fürsten lehnt Münzer ab. Am 15. Mai 1525, dem Tag der Schlacht, erscheint ein Regenbogen über dem Schlachtfeld. Brüder! Für Münzer ein sicheres Zeichen des bevorstehenden Sieges. Er hebt zu seiner letzten Predigt an. Lasset nun das Zweifeln, denn das Glück wird auf unserer Seite stehen. Denn was sind diese Fürsten? Sie sind nichts als Tyrannen. Sie schinden die Leute. Unser Blut und Schweiß vergeuden sie mit Hofiererei, mit sinnloser Pracht, mit Huren und mit Buben. Darum seid getrost und tut Gott den Dienst und vertilgt diese untüchtige Obrigkeit. Es will Gott nicht, dass ihr Fried schließt. Gott aber ist auf Seiten der Stärkeren. Die hochgerüstete Streitmacht unter Führung Philipps von Hessen rückt von mehreren Seiten gleichzeitig gegen die ahnungslosen und militärisch völlig unterlegenen Bauern vor. Das Morden ist schrecklich. 6000 Aufständische sterben. Auf der anderen Seite soll es kaum Opfer gegeben haben. Fast alles, was wir haben über diese Schlacht bei Frankenhausen, kommt natürlich von den Siegern. Und für einen Sieger sieht es natürlich besser aus, wenn seine Zahlen sehr gering sind und die des Gegners sehr hoch sind. Da bin ich mir nicht sicher, ob das tatsächlich in der Tat so tatsächlich in der Form gewesen ist. Münzer überlebt die Schlacht und flieht. Nur durch einen Zufall wird er entdeckt. Ausgerechnet ein Landsknecht, der lesen kann, greift ihn auf und enttarnt ihn anhand von Briefen in seiner Tasche. Das Kopfgeld lässt er sich nicht entgehen. Als sogenannter Bettelpfennig, als Siegestrophäe, wird der Feldprediger und Bauernführer Münzer dem Grafen von Mansfeld überstellt. 12 Tage hält der Münzer in seiner Festung Heldrungen gefangen und nimmt persönlich an den Verhören teil. Gott wird deiner wütenden Tyrannei ein Ende machen. Dir wird das Schwert genommen werden und du wirst gerichtet werden. Gesteh, du Satan, du verdammter Ketzer. Alles wirst du widerrufen. Nein, Gott selbst hat mich beauftragt, dich zu vernichten, du elender Madensack. Mit Stumpf und Stiel werde ich dich vernichten. Dich und deine ganze Sippe. Doch zuvor wirst du deine Ketzerei gestehen und abschwören. Niemals! Mit den Protokollen dieser Verhöre beginnt der Kampf um Münzers Platz in der Geschichte. Niedergeschrieben von den Siegern, veröffentlicht zur Abschreckung der Anhänger Münzers, machen sie aus ihm einen Ketzer. Ohne ein ordentliches Verfahren wird Thomas Münzer dem Henker übergeben. Am 27. Mai 1525 wird er zum Richtplatz von Mühlhausen geführt. Wie der heilige Cyriakus, den er als junger Priester verehrte, wird Thomas Münzer als Märtyrer sterben. Wie Jan Hus, sein böhmisches Vorbild, lässt er sein Leben für seine Ideale. Seine öffentliche Hinrichtung, eine Inszenierung seiner Feinde. Es ist natürlich eine sehr elegante Lösung gewesen, den Münzer sozusagen zum Buhmann zu machen, zum Aufwiegler, zum Verursacher alles bösen, revolutionären, aufrührerischen zu stempeln und ihn dann sozusagen dann in einem Theater der Gewalt gleichsam zu eliminieren. Auf diese Weise konnte man die eigene Verantwortung seitens etwa des Grafen von Mansfeld, die eigene Verantwortung für das Aufbegehren der Bauern und die Berechtigung ihrer sozialen Anliegen natürlich sehr leicht auf einen satanischen Verführer abschieben. Auch Martin Luther beteiligt sich an diesem Rufmord.
Er habe Münzer töten müssen, schreibt er Jahre danach. Als Satan von Altstädt hat er ihn verdammt und den Geschichtsbüchern übergeben. Von diesem Etikett ist Münzer nie wieder losgekommen. Fast 500 Jahre lang wurde er so verstanden. Falsch verstanden. Weil er mit den Bauern auf dem Schlachtfeld von Frankenhausen kämpfte, landet er schließlich sogar in der Ruhmeshalle des Arbeiter- und Bauernstaates DDR. Als frühbürgerlicher Revolutionär und somit gewissermaßen als Vorkämpfer des Sozialismus. Seine theologischen Ideen, seine Leistungen für die Reformation wurden dabei weitgehend ausgeblendet. Straßen und Plätze trugen seinen Namen und sein Porträt gab dem 5-Mark-Schein des sozialistischen deutschen Staates sein Gesicht. Erst danach ist Thomas Münzer frei. Das Bild, das wir von ihm haben, bleibt dennoch eines voller Widersprüche. Ich würde einerseits mit Münzer streiten, um manches, was er mit seiner Auserwählung von Einzelnen da gesehen hat. Und ich würde auch mit ihm streiten, vor allen Dingen um die Gewaltfrage, weil ich das völlig falsch finde. Zum anderen bewundere ich seinen Mut, Dinge auszusprechen, keine Angst zu haben, auch sich zu konfrontieren. Und da wird eine Kirche auch immer wieder mutig sein müssen und sich nicht einfach arrangieren können mit den Verhältnissen der Zeit. Und wenn in der Bibel gesagt wird, Gerechtigkeit in einem Land wird daran gemessen, wie es den Ärmsten im Land geht, dann ist das für unsere Kirche heute genauso eine Frage, wie das eine Frage für Münzer war. Nicht einmal ein Grab gönnten seine Feinde ihm. Aus Angst, es könnte zum Wallfahrtsort seiner Anhänger werden. Geköpft und gepfählt haben sie ihn, verleumdet. Vernichtet haben sie ihn nicht. Münzers Frau Ottilie wird von den Landsknechten der Fürsten vergewaltigt. Danach verlieren sich ihre Spuren.